Oh fuck. Oh, Motorrad Warrider, der glänzt. Oh, wie ich mich gerettet habe! Und? Hä? Bonsoir, muchachos, ein herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine Indoor Level Asian 20 Minuten Challenge. Ich trete an gegen Deko. Bum, bum, bum. Muchachos, lang ist es her seit unserer letzten Indoor Level Asian. Und jetzt gibt es hier die Challenge. Erstmal Marbossa vs. Deko und außerdem haben wir dazu noch eine 20 Minuten Challenge. So schaut's aus. Können wir das schaffen? Erstmal Barty-Parcours, wieder komplett was anderes. Da sieht es schon so aus, als würde man ein bisschen Speed gebrauchen. Oh fuck, viel zu weit! Ich hab erstmal nachgeguckt. Sind trotzdem drauf gekommen? Pro fucking Bosser! Lol, musst du alles auf einmal schaffen? Man muss es echt auf einmal schaffen? Lol, da musst du aber richtig gut springen. Ja? Ja! Nein! Ja! Second try, Pro! Fucking Bosser! Okay. Wir haben auch noch eine 30-Minuten-Challenge von ihm. Wir haben eine 40-Minuten-Challenge von ihm. Das ist der gemeine Cowboy, der auch den Teamparcours erstellt hat. Der macht einfach richtig fresche Maps. Hallo? Oh? Ach, Fullspeed, scheiße! Will da hoch? Ja. Alter! Ja. Aber ich bin Fullspeed gefahren eigentlich. Oh! Oh! Ein bisschen fehlt noch. Okay, du darfst. Ich bin gerade eigentlich nicht ganz so schnell gefahren, deswegen weiß ich nicht. Darf man hier oben gegenklatschen? Nicht so richtig, glaube ich, ne. Und? Nope, das war nicht ganz. Oh! Close! Viel fehlt da nicht. Das heißt, wir müssen hier langsamer fahren. Und viel Schwung mitnehmen und springen und nein, das ist gar noch weniger schlechter als letztes Mal. Weniger schlechter ist doch gut. Ja, aber ich meine mehr schlechter. Mehr schlechter. Ey, warum? Ich springe oben gerade ab. Der macht einfach so ein... Oh, das kann was werden, Baby. Nein, ich fahre einfach links zur Seite raus. Oh, lecken. Alter, ich versteh's nicht, Alter. Ich komm annähernd nicht da hoch. Ja, du musst eben am besten nur darunter droppen. Okay, ich glaube, da brauche ich gar nicht zu probieren. Wir machen es trotzdem. Nee. Aber ich glaube, wenn du wirklich perfekt landest, dann ist das echt kein Problem. Oh, ich bin mit meinem Vorderreifen bin ich gegengestoßen. Aber diesmal bin ich echt wirklich nur rübergedroppt. Ah! Vorderreifen warst du drauf? Okay. Ein bisschen schneller. Nein! Ey, das ist. Ich falle immer Alter. Links zur Seite raus. Ja, das passiert mir auch richtig oft. Aber wenn du hier nur so hoch. Oh, jetzt bin ich ganz langsam. Nee. Komm, ey, das kann nicht wahr sein, ne? Also, obwohl ich wirklich nur oben drüber droppe und direkt die nächste Rampe komplett mitnehme. Und, Alter, das war richtig Fullspeed. Johoho, viel zu hoch! Alter, voll! Nicht possible für mich. Da hätte er doch ein bisschen höher. Hä? Hast du es jetzt gemacht? Ganz am Ende bin ich eben aufgekommen. Oder was heißt ganz am Ende? Ganz am Anfang. Und hab den Fullspeeder mitgenommen und dann war ich viel zu schnell. Dies. Hey, also, naja, gut. Nichts, was ich nicht auch mache. Oh, fuck. Nee. Oh mein Gott, nicht wieder so eine Scheiße, Mann. Konzentrationskacke vom Feinsten. Muss ja niemals rückwärts, niemals. Okay, wir hängen hier. Nicht mehr lange, dann bist du auch hier. Ah. Oh nein, das ist echt eine Sache, da habe ich sowas von gar keinen Bock drauf. Oh. Auf was?
irgendwo runterspringen und auf einer dünnen Strecke landen. Also bei mir nähert es sich immer noch nicht dem Ziel. Oh, jetzt muss ich nur das schaffen, okay. Das krieg ich hin, Baby. Ja, mach den Dreher. Oh, aber hätte kein Millimeter mehr weiter drin sein dürfen. Oh. Und spring auch also noch langsam werde ich aggressiv hier, Alter. Also ich bin wirklich ganz langsam hochgefahren und bin dann, nicht zu langsam und bin dann perfekt am Anfang gedroppt. Alter, ist das assi, dass man das auch noch schaffen muss. Ich hoffe, das reicht. Oh! Oh! Nein, es reicht nicht! Man braucht Fullspeed! Oh! Das hat gerade richtig wehgetan. Oh, den ganzen Scheiß nochmal. Oh! Alter, okay. Da nochmal! Ey, ich komme einfach nicht höher. Ja. Aber bist du denn schon wirklich ganz am Anfang? Ja. Dann drück mal nochmal Num 8 und kurz bevor du nach oben fliegst, erst den Wheelie machen, ne? Also ein bisschen tippeln. Weil die ganze Zeit durch Wheelie ist ja immer schlechter. Ja, ne, ich mach den Wheelie sowieso immer erst, wenn ich kurz bei der Steigung auffahre am besten. Okay. Oh ja! Puhuhuhu! Nope. Warte. Ich komm jetzt mal hierher. Punkt habe ich eingesammelt. Profunky Boss, mach das jetzt nochmal! Wenn er nicht daneben springen würde. Nope. Ja. Oh fuck. Oh fuck! Echt krass. Der Punkt war zwar schwer, aber weiß ich, so mit der Technik, dann ging's dann. LOL, Motorrad-Warride kommt jetzt! Digga, soll ich rüberkommen, dir das machen? You can try. Okay. Oh! 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 Ja! Das ist eben die... Das ist die Wheelie-Technik. Also ich bin ja der Meinung, ich hatte schon tausendmal bessere Tries und trotzdem bin ich nicht hochgekommen. Aber irgendein Wheelie-Zaubertrick hat mein Boss da gehabt. Hallo! Hallo, was war das jetzt für ein Wheelie-Zaubertrick, den du gemacht hast? Immer erst, bevor du die Steigung hochfährst, dann erst Wheelie machen und dann auch so tippelmäßig. Tippel. Oh fuck. Oh, Motorrad-Warride, der glänzt! Oh, wie ich mich gerettet habe! Und? Hä? Nummer retten! Oh, shit, man! Also, Belly! Also, ja, so ein Motorrad-Warride bin ich aber schon lange nicht mehr gefahren. I like. Was für ein Motorrad-Warride? Ah! Wo du denn so eine Tube fährst und die Tube aber vertikal ist und du da rausfahren musst aus dem Löchlein auf dem Wallride. Das ist schon gar nicht so ungeil. Wie läuft denn der Scheiß hier? Oh, achso, ich muss nein! Heim,
Ach, du bist jetzt bei der Scheiße, da hatte ich so Angst. Weiß gerade noch gar nicht. Du musst immer runter droppen und dann einmal drehen. Oh fuck. Das muss ich überhaupt hier schaffen? Okay, das geht aber. Warum ist hier so eine komische Rutsche? Achso, damit man nicht. Achso. Damit man nicht von oben schon runter droppt. Ey, kurz davor, kurz bevor ich diesen scheiß Bike-Warway schaffe, droppt dieser Chaco einfach. Was ist denn los mit ihm? Oh. Halte dich! Ja, aber das Teil ist doch richtig muschi eigentlich, oder? Wie bitte? Das Ding ist ja richtig muschi eigentlich. Ja, aber ich hatte ganz am Ende Angst. Da hat der Speed bei mir nicht ausgereicht und durfte den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Was ist denn ganz am Ende? Eine Weitsprung. Nein, schon wieder! Und ich hasse dieses Geradefahren. Das schaffe ich einfach nie. Ja, das Geradefahren ist mir auch ein Problem. Oh, lalalalalal. Du musst aber nicht den ganzen Speed mitnehmen. Also da reicht so, ich würde sagen, die Hälfte der Strecke. Okay, we will try. Ey, das ist doch nicht dein Ernst! Alter, da juckt sofort die Nase. Bin zu weit nach rechts gefahren. And again. Jetzt weiß ich, was du meinst, weil echt nervig, die ganze Scheiße nochmal zu machen. Ja. Also bei mir war es auch der zweite Try. Beim Bike Warride bin ich jetzt schon beim 600. Try, aber der ist nicht so anstrengend. Ja. Die LOL! Behinderung ist hier halt, dass der Platz nur ausreicht, um gerade eben so das Motorrad zu drehen. Ja, genau, das darf kein Stückchen kürzer sein. Ja, aber deswegen, also ist man ja nicht, aber nervvoll, weil es so lange dauert. Man muss einfach nur an die Wand fahren und dann Dreher machen. Warum? Muss ich irgendwas drücken? Nummer 8? Versuchen wir Nummer 8 zu drücken. Vielleicht bleibt er dann ja dran. So. Please! Aber Nummer 8 war gar nicht so Käse. So. Hier noch ein bisschen ziehen. Nein! Ey, ich raff das nicht! Da muss doch auch eine Technik geben. And again, and again. Oh, finally bin ich da, Alter. Ey. So. Oh, lalalala. Und hier musst du jetzt einfach kreis. Ja, du musst aber rechts rumfahren. Das ist ja kein. Einfach nur rechts rumfahren. Links rum meine ich, sorry. Ich wollte gerade sagen, so. Hey, warum? Warum rechts? Macht ja keinen Sinn. Und dann droppe ich aber, sobald ich auf dem Wallride bin. Spätestens am Ende des Wallrides. Bin auch jetzt schon einfach weggedroppt. Aber eigentlich kriege ich Motorrad-Wallrides immer einigermaßen hin. Weiß ich nicht. Lol. Lol. Ich fall auch einfach ab. Ja, deswegen. Bin richtig gut drauf gewesen. Hab die Hälfte geschafft oder sowas und dann fall ich runter. Ja, du kommst eigentlich sogar noch weiter. Oh, ich okay, hab's. Also. Und was war die Lösung? Hab nur Nummer 8 gedrückt. Komplett 8 durch, hab ich aber eigentlich auch schon Nummer 8. Und da hinten muss ich hin. LOL! Du hast recht! Noch 2 Minuten. LOL! Aber ich hatte eine Zeit lang auch Nummer 8 gedrückt. Hä, wohin? Ach, da hinten hin! LOL! Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Du hast ja null Anschwung. Oh, wäre ich nicht zu weit links gesprungen, dann wäre ich richtig gesprungen. Also ich habe es jetzt noch nicht so weit geschafft. Ne? Ja. Doch, bin drauf. Oh! Nein, warum?
Ah, falsche Rampe. Hä, aber das fängt gerade richtig meinen Kopf. Es gab ungefähr so mittendrin, als mich alles aufgeregt hat, habe ich auch Nummer 8 gedrückt und da hat es dann auch nicht geklappt. Das fängt gerade etwas mein Gesicht. Warum ist mein Motorrad gerade so langsam gewesen? Hallo? Nein, zu weit nach. Echt? Da ist schon das Ziel! Ich habe 30 Sekunden! Oh! Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme! Hä, hey, dann komme ich hier? Hin und dann? Hallo? Nein! Okay, das war nicht so gedacht. Oh, ich kann es aber immer noch schaffen. Okay, und es ist vorbei! Nein, es ist da vorbei. Oben hätte ich hingewusst. Bye, bye, Junimond! Okay, Challenge nicht geschafft. Dieser scheiß Warrider hat da echt meine Eier penetriert. Shit. Nein! Dass ich das nicht geschafft habe, das war so lächerlich. Oh man, da hatte ich schon... So, ein good try. Und das war echt ein Free. Ein Free-Try war das. Und den verschenke ich! Aber wenn man einen Free-Try verschenkt, dann hat man wenigstens keinen Verlust gemacht, ne? Mehr oder weniger. Was muss man hier machen? Einfach nur... Oh, du musst auf die andere... Auf die andere Looping musst du kommen. Soll ich hier anschwimmen oder kann ich einfach hier runterschwimmen? Ich bin da einfach runtergesprungen. Ich bin da randommäßig einfach auf die andere Scheiße gekommen und dann ist es ja, aber relativ einfach. Du bist doch viel zu langsam. Ja, vorher rausspringen, so hab ich's gemacht. Ja, ich bin nicht mehr bis... Ah! Einfach vorher rausspringen. So bin ich richtig random da drauf gekommen. Ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Du sollst ja oben an der Decke wechseln. Soll man? Und es ist oben in der Decke bei beiden Loopings was frei, dass du quasi vom einen oder anderen rüberfahren kannst. Ich bin gespannt. Hier ist auf jeden Fall was frei. LOL, ich hab's geschafft und la. Oh, am Ende überdreht. LOL. LOL, wo kommst du denn her? LOL, ich hab's. Ja, was mach ich, wenn ich hier bin? Ja, denn da war ich ja auch schon, wo du jetzt bist. Und dann musst du in diese Röhre da rein. Joll, dein Ernst? Ja. Da war ich ja schon. Oh, bitte. Das meine ich damit, ich hab den Free Try verschenkt. Ach so, lol. GG, Alter. Komm ich jetzt vor dir ins Ziel? Ich glaube First Try oder Second Try war ich da ja schon. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Ist hier irgendwas zum... Hä? Koko! Wenn ich da Anschwung nehme? War hier ein Punkt? Da war ein Punkt, ja. Da musst du Fullspeed fahren, glaube ich. Oh, shit. Okay, ein bisschen weiter... Rubber! Fullspeed... Lol. Okay. Okay. Ich nix wissen. Oh, schon wieder drauf! Der kommt nichts weiß. Hä? Muss ich in die Röhre vielleicht rein? Oh, zu steil! Alter, wie ich gerade fahre! Ah! Okay. Okay, gut. Weiß, wie es. Das Ding ist, wenn ich jetzt es schaffe, nein, dann bin ich direkt im Ziel, ne? Ja, mach das. Okay, dann versuche ich es mal. Oh, fuck. Okay, also ich weiß, wie es geht, aber. Bin zu spät rausgefahren. Oh, ey. Ah! Aber die Lenkung mit dem Motorrad in Röhren ist auch immer. Oder auch in Loopings und sowas ist so. Schissel, Alter. Finally. Bin wieder drauf. Jetzt muss ich nur wieder in die Röhre kommen.
Oh! Warum nicht ganz am Anfang so? Ey, das, diese scheiß Kameraflug, man sieht nichts, ey. Muss einfach in die nächste Höhe rein. Ach so, lol, lol, lol. Niemals, ja, ich hasse sowas. Fick dich. Achso, ich warte hier oben. Alter, wieso? Ich roll extra nach hinten, um Speed zu holen, ne? Und dann ist er trotzdem so langsam, dass er runterfällt. Achso, ich warte jetzt auch hier. Besten. Oh! Close! Also ich bin andersrum gefahren, ne? Ja. Er hat auch noch eine XXL Indoor Challenge. Da ist die Challenge 60 Minuten! Ja. Sollen wir jetzt was sagen? Wenn wir schon. Lol, einfach überdreht. Wenn wir schon bei der 20 Minuten Challenge 30 brauchen wir dann noch länger, dann wird ja die 60 Minuten Challenge ja richtig lustig. Ja! Das ja! Ist das ich geschafft hätte! Oh. Oh, ich war schon so in dem Mut, Alter. Hoffentlich schafft Marvin das jetzt gleich, damit ich hier nicht Ende habe. Oh. Aber ich habe gerade gemerkt, mein Winkel geht auch nicht wirklich. Oh, den du machst, oder was? Ja. Hab ich gerade gemerkt. So, ja, das Ding ist bei, können wir noch schnell machen. Du musst halt einen richtig flachen Winkel, mit einem richtig flachen Winkel rausspringen, was halt schwierig ist. Also, Chachos, es wurden knapp 35 Minuten für die 20-Minuten-Challenge. Oi. Wir haben noch 30, 40 und 60-Minuten-Challenges. Hoffentlich können wir die schlagen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye, Chachos.